Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Episode Huli Nerd zockt und in dieser Episode werde ich Zelda zocken. Und ja, Sie sehen richtig, es ist ein Game & Watch. Der Urvater des Nintendo DS, quasi ein LCD-Spiel. Dieses Gerät erschien 1988 und gibt es mittlerweile als Flash-Game kostenlos im Internet zu spielen. Wer so ein Gerät besitzt, hat da echt einen Schatz zu Hause. Es ist das dritte Zelda-Spiel, was es überhaupt gibt und vielleicht für den ein oder anderen Zuschauer jetzt etwas ungewöhnlich, aber ich werde dann mal hier auf Start drücken und ich habe keine Ahnung, ob ich mich jetzt hier gut schlagen werde oder nicht. Okay, hier haben wir die Demons, die wir da kaputt machen müssen. Und unten hier der komische Skeletttyp. Da hat er uns auch schon erwischt. Der kann mit so einer Kerze oder einem Schwert, kann er da uns treffen. Und ja, damit hätten wir die erste Stage erledigt. So, es geht nun in die nächste Stage. So, und unten sind jetzt hier zwei Skelette, auf die wir achten müssen. Ja, da hat es mich schon erwischt und ich habe nur noch... Na, komm schon. Ja, da hat es mich erwischt. Ich bin Game Over. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Dann soll man seinen Namen eingeben, aber... Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich werde das Ganze jetzt nochmal spielen. Okay, ja, Highscore interessiert mich nicht. Ich will das Ganze jetzt nochmal spielen. So, okay, weil damit bin ich absolut nicht zufrieden mit meiner Leistung. So. Ah, da ist ein Geist, der Pfeile auf uns schießt. Warum ist dieser Geist da? Der war eben nicht da. Na komm schon, den Schritt nach vorne, so. Okay, jetzt mal gucken. Warum hat er mich erwischt? Ich wusste jetzt auch nicht, wie ich dies abblocken kann. Einer geht noch. Ein Versuch geht noch. Ja, so war das damals mit den LCD-Spielen. Ich persönlich finde ja, dass diese Game & Watch-Dinger in Sachen LCD absolut brillant sind. Es gibt natürlich auch LCD-Spiele, da konnte man dann irgendwie die Bildschirme abändern, aber bei den Game & Watch-Sachen war das immer nur so ein Spiel. Und das Seltene war, dass wirklich die Nintendo Game & Watch-Handhelds dann wirklich diese zwei Bildschirme hatten. Das, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wer das vor Nintendo hatte, persönlich. LCD-Spiele kommen ja meines Wissens, also nicht erstmalig, sondern die waren sogar auch im osteuropäischen Raum sehr breit vertreten. Aber Nintendo hatte eben halt hier die Idee mit den zwei Bildschirmen. Okay, was muss ich jetzt machen? Ah, oh, wir sind jetzt hier beim Drachen. Ah, und da hat es mich erwischt. Sehr schade. Ach, naja, was soll's. Ich werde es jetzt noch ein letztes Mal probieren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von diesen Handheld-Konsolen haltet. Ah. Ich versuche mich hier gerade ein wenig zu konzentrieren. Na, da hat es mich schon wieder erwischt. Habe ich noch ein Continue? Ja, Gott sei Dank. Da ist es auch ziemlich zäh, weil man es mit der Tastatur spielen muss. Na, da hat es mich schon wieder erwischt. Ah,
das ist auch so blöde, was man hier... Ja, da kommt er mit dem Schwanz, aber gehe ich den Schritt zurück, erwischt mich dem sein Feuer. Ah, Mist. Dö-dö-dö-dö-dö-dö. Ja, du blöder Drache. Ah. Die Story, die könnt ihr euch jetzt selber interpretieren. Ich werde euch auf jeden Fall hier das Game auch verlinken, dass ihr euch mal selber dran probieren könnt. Ich denke mal für den ein oder anderen Zelda- oder Link-Fan mit Sicherheit interessant. Und für Retro-Gamer sowieso. Es ist gar nicht so leicht. Es ist wirklich nicht leicht. Okay, ein letzter Versuch, dann werde ich die Aufnahme beenden. Dann könnt ihr euch ja selber versuchen an diesem Game. Na, okay, stoppen wir dies. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von so guten alten Handhelds LCD-Spielen Game & Watch haltet. Ich bin raus und bedanke mich. Bis zum nächsten Mal, euer Huli-Nerd. Ciao.